Liebe von hier ist euer Steinbein. Es ist der nächste Morgen und ich hoffe sehr, dass die Leute im Thief's Landing sich jetzt irgendwie beruhigt haben und dass wir jetzt diesen mysteriösen Freund dort vermutlich im Saloon besuchen können. Ich vermute ja sehr, sehr stark, das hat was damit zu tun gehabt, diese Aktion, dass wir den Typen dort im Duell erledigt haben. Das waren vermutlich alles die Freunde von dem, naja. Merkwürdig ist es aber immer noch. So, es ist übrigens früh am Morgen, aber hier ist es immer so schrecklich bedeckt. Das ist richtig bedrückend hier. Aber dann werde ich mich jetzt nicht auf ein Duell einlassen, sondern mich hier einigermaßen vorsichtig bewegen. Ansonsten ist der Ort natürlich auch interessant irgendwie, denn der hat sich doch gravierend verändert. Diesen Teil, den kennen wir schon. Den kennt John eigentlich auch schon. Das war hier ziemlich tot, das war so ein Bandenversteck. Aber da hinten, alles was über der Brücke ist, dieser Saloon und so, das ist alles neu und ziemlich fett geworden, muss ich mal sagen. Schauen wir mal. So, kommen wir jetzt hier rein. Ja, es sieht ganz gut aus. Da stehen jetzt nur leicht bekleidete Damen, die sich hier in der Morgenfrische vermutlich was wegholen. Aber ansonsten alles bestens. Ich überlege aber, bevor wir da reingehen, oh, hier ist noch eine andere interessante Geschichte. Nee, das ist das Fragezeichen, das gehört zu diesem Freund, ja. Mit dem sprechen wir gleich. Ich überlege aber, ob wir uns vorher nicht hier mal ein Zimmer gönnen. Deswegen werde ich hier erstmal uns anbinden. Und was können wir hier auch noch? Würfel spielen? Auch nicht schlecht. Da sind sie, die Typen mit den roten Halsbändern. Das sind, glaube ich, die Kumpels. Ja. Die sind das letzte Mal hier ziemlich ausgeflippt. Okay, Leute, ich werde da erstmal hinlaufen und das Zimmer dort mieten oder kaufen. Also mieten werde ich es nicht. Wenn man es kaufen kann, mache ich es. Immer schön, wenn man hier und da so ein bisschen... $100! Okay. Aber ich glaube, wir haben ganz gut Geld. Kaufen wir. Ja, 335. Jetzt noch 235. Dollar ist hier relativ... im Überfluss vorhanden. Klingt komisch, das so zu sagen. Okay, also, jetzt hier hinein. Die Frage ist, wo? Da, in den Saloon. Was ist denn das? Ist das ein alternatives Saloon? Oder ist das ein reines Bordell? Die Dixie Rose. Okay. Thief's Landing Saloon. Da drüben ist ein Schmied und auch noch ein Waffenschmied. Da können wir auch nochmal vorbeischauen. Vielleicht hat der noch irgendwas anderes dabei. Aber... hier, das scheint der Freund zu sein, der hier gerade anbändelt. Dem Mann $15 als Ermutigung geben oder dem Mann entmutigen? Ach Mensch. Was ist denn das jetzt für eine... Wartet mal, ich muss mal ganz kurz was machen. Ich muss mir mal hier angucken, was John sich gemerkt hat. John merkt sich das bestimmt besser als ich. Missionsinfo? Nee, Herausforderung? Nee, fremde Person. Ich kenne dich. Du hast einen geheimnisvollen Fremden getroffen, der eine Menge über deine Vergangenheit zu wissen scheint. Er behauptet, dich noch aus der Zeit zu kennen, als du mit Dutch van der Linde geritten bist. Er hat dich gebeten, nach Thief's Landing zu reiten und nach einem Freund zu sehen, der betrunken ist und seine Frau betrügen will. Der Mann hat dich nicht ausdrücklich gebeten, seinen Freund davon abzubringen. Du sollst ihm nur einen Rat geben, was er tun soll. Na, also würden es jetzt die $15 sein, würde ich ihn vielleicht sogar ermutigen, aber unser Geld für sein Vergnügen dort auszugeben, das geht zu weit. Außerdem scheint sie auch ziemlich abgeneigt zu sein. Schaut euch das mal an. Nee, komm. No problem if I just leave. Excuse me, mister. Yeah, what the hell do you want? Look, don't ask how, but I know what you're about to do. You don't want to do this. The hell are you talking about? You know what I'm talking about, mister. I'm just here to say I don't think you should go through with it. Your wife, she loves you. Shit, mister. I don't know who or what you are, but I guess I'm grateful. I guess you're right. I was raised better than this. Don't mention it. Go on now.
Okay. Eine ganz merkwürdige Geschichte. Der Dame haben wir zumindest jetzt das Geschäft verdorben. Ich weiß gar nicht, ob das so in ihrem Sinne war. Gut. Lasst uns mal hier in die beiden Saloons gehen. Einfach mal gucken, was da so los ist. Wie da jeweils die Stimmung ist. Oh, habe ich sie irgendwie umgerannt? Oh mein Gott, es tut mir schrecklich leid. Okay, sie hat es uns nicht übel genommen. Vielleicht steht sie auf genau solche Art von Kundschaft. Was ist denn hier los? Das ist ja wirklich ein Puff, oder was? Das ist doch kein... Wir gehen nochmal hoch. Das sieht hier sehr skurril aus. Schubladen können wir öffnen, das mache ich aber nicht. Ich will mich mal hier ein bisschen umschauen. Etwas intim sieht das hier aus. Okay, diese Türen sind alle geschlossen. Ja, okay. Na gut, wer weiß. Vielleicht kommen wir hier nochmal zurück. Interessantes Ambiente. Interessante Dame. Und viel Volk lungert hier vorne herum. Dann gucken wir auch nochmal in den eigenen Saloon. In den eigentlichen Saloon. Ich denke, was ist denn mit ihm los hier? Oh mein Gott. Cheater. Okay, alles klar. Da wissen wir ja Bescheid, was uns dann hier erwartet. So. Da ist Blackjack, da ist Poker und da ist irgendein Würfel. Aber jetzt früh am Morgen habe ich keinen Bock dazu. Aber wir trinken mal ein bisschen was. Was gibt's denn? Kann man vielleicht auch mal ein Bier? Ich glaube, es gibt immer nur Whisky. Was für eine Policy? Ich habe kein Wort verstanden. Okay, alles klar. Gut. Jetzt könnten wir auch würfeln, aber wie gesagt, das lassen wir. Wo wir aber schon mal sind, schauen wir nochmal in die anderen Läden rein. Vielleicht gibt es hier auch anderes Zeug. Da hinten. Blacksmith interessiert mich eher nicht, aber hier der Gunsmith. What have we here? Hello there. I heard a crazy woman's been dragging about town moaning like a sick calf. Nee, der hat nur Munition. Ja, wir können für die Schrotflinte noch mal ein bisschen was nachkaufen, aber ansonsten nichts Spannendes, würde ich sagen. Okay. Boat Repair ist hier. Also auf jeden Fall ist das hier richtig aufgeblüht, dieser Ort. Der war völlig verlassen beim letzten Mal. So, hier können wir unsere Haare schneiden lassen. Sehe ich das richtig? Oder nee, das ist ein Schneider. Quatsch. Und das ist ein normaler... Nee, das ist ein Schneider. Aha. Feiner Anzug oder Kleidungsstück Bollardbande. Erlaubt das Schummeln beim Poker. Ah, das ist der Anzug. Haben wir nicht nötig. Oder? Vielleicht extra. Das ist die Bollardbande. Das Kleidungsstück. Okay, weil wir das freigeschaltet haben, können wir das jetzt kaufen? Habe ich das richtig verstanden? Ein Halstuch könnte noch von Interesse sein. Wenn getragen, ändern sich Ehre und Ruhm nicht. Nimm es ab und dein Wanted-Level sinkt schneller. Kaufen wir mal. Das könnte noch hilfreich sein. Diese Anzüge, die lasse ich erstmal. Gut. Ist da hinten noch ein anderer Laden oder da oben? Könnte sein. Sieht so aus, als ob da noch ein zweites Symbol auf der Minimap ist. Das ist wahrscheinlich ein normaler... Ah, das ist ein Arzt. Ja. Nehmen wir nochmal ein bisschen Medizin mit. Okay, gut. Ich denke, dann haben wir diesen Ort weitestgehend erkundet. Und wir kehren zurück. Dazu will ich nochmal kurz auf der Karte schauen. Wohin eigentlich zurück? Was jetzt hier das nächste Ziel ist? Vielleicht nutze ich auch die Kutsche. Schauen wir mal. Das ist die Blumenaufgabe. Die können wir jetzt noch nicht erfüllen. Okay, das heißt,
Das nächste ist eigentlich hier unten, Plainview. Oder die Geschichte mit Irish. Und ich denke, ich mache jetzt Folgendes. Wir werden tatsächlich... Oh, Marshall Johnson. Der hat auch was für uns. Ich würde Folgendes sagen. Wir werden jetzt die Kutsche nehmen. Diesmal werde ich aber nicht die Fahrt verfolgen, weil wir nicht am Ende dieses Videos sind. Sondern uns schnell hinreisen lassen. Und dann... Na, sprechen wir mal mit dem Marshall. Lange nicht mehr mit ihm geredet. Das gefällt mir ganz gut. So, aber die Kutsche ist da vorne. Da reiten wir natürlich hin. Haben wir Gott sei Dank jetzt hier unsere Sachen erledigt. Und, tja, aber die Sache mit diesem mysteriösen Fremden, das wird, glaube ich, noch sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, will der uns testen oder so? Könnte man ja auch vermuten. Gibt es hier eine neue Zeitung? Das ist vielleicht auch noch gut. Nee, noch keine. So, jetzt werden wir als Passagier mitfahren. Und zwar, wir wollen nach Amarillo, genau. Auf geht's. So, und wir machen Nickerchen während der Fahrt und sind dann sicher gleich da. Hervorragend. So, der Marshall ist natürlich hinten. Wo ist unser... Ah, unser Pferd hat sich schon selbst dort angebunden. Brav, Merlin. Du bist ein echter Zauberer. So, Marshall. Was? Mr. Marshall! Come out, come out, wherever you are! Who the hell's that? Hey, buddy! That'd be your next lucky mare. Even better! Good day, Mr. McFarlane! Get down from that horse, boy, or I'll shoot. I wouldn't recommend that, mister. Not if Drew McFarlane wants to see his bony back in one piece. Hey, Mr. McFarlane! It's a nice girl you got there. Get down from there! You know, part of me's got to thinking I should just marry her myself. Give her a baby and that. What do you want? That's better. I want Norman Deke. I want him set free. Then you'll get your daughter back, mister. We don't do deals with outlaws, boy. Yeah, you do! Let's not waste each other's time pretending otherwise. Old government themselves ain't much more than a bunch of crooks. This is the land of opportunity, mister. And I'm giving you the opportunity to get your daughter back before 15 friends of mine take out all their anger and their loneliness on her. Where the hell is she? Where is she, boy? Bring Deke up to Tumbleweed in a couple hours. And don't get no funny ideas, or I will slit that horse throat myself. You boys have a pleasant afternoon. Yeah! What do we do? We do as he says. You and me, Marshal. Mr. McFarlane, I'll get you your daughter back. I owe her that. Please do. Oh Mann, er ist ja ein richtig gebrochener Mann jetzt. I'll teach you some respect for the law. Hurry up, boy. Let's go. Quick as you can, Deputy. Make sure he's tied on good. Stay with me, Marston! I won't let anything happen to her, sir. Come on, let's ride hard to Tumbleweed. Wollen die jetzt wirklich übergeben? Ernsthaft? When the Federals interfere in our affairs. Are you happy now? No, I ain't happy at all.
And I already told you, I ain't with the government. Now you say that, John, but the only thing I know for sure is who sent you. They made me come here. They gave me no choice. That's your federal government, Mr. Johnson. They come down here dressed as cocky as the King of Diamonds, talking a lot of flannel about helping us, about spreading peace and civilization to the West, but they brought nothing but trouble and taxes. I agree with you. Wolves in sheep clothing, all of them. Rob you, then make you pay to have someone investigate the crime on your behalf. People around here have been fooled into feeling protected when they're worse off than they were before. The fellas I know don't care about people. All they care about is lining their pockets. Why's this sorry son of a bitch so important to them? Norman Deeks, Williamson's right-hand man. In other words, a glorified errand boy. You wait, Marshal! I'll be back for you! Bill's standards have slipped. We already filled you with lead once, you ugly bastard! Deeks is the kind of man who's mean enough to be second in command, but too cowardly and stupid to ever be a leader. Don't ever use that line near your deputies. You know, for his sake, they'd best not have laid a finger on Miss McFarland. What is this place we're headed? Tumbleweed? A lonely, godforsaken place. Some people say it's haunted. It was quite a town back in its day. Then they built the railroad to Armadillo and went clean past Tumbleweed. And that was that. Pretty soon, everybody had up and left. Now it's just thieves, smugglers, and bandits. Scum like Deke here. Oh, popular spot for lynchings, too. Let's try to avoid that if we can, Marshal. I just hope you're not taking advantage of the McFarland, Marston. They saved my life. Gave me food and bed when they had no idea who I was. I owe them more than I can ever repay. Not just they've been through a lot. Well, they're both vulnerable, different ways. I wouldn't have been running in and out of a burning barn to save their horses otherwise. I know you helped. Just like you helped me. But you got your reasons for doing it. It's no secret why I'm here, Marshal. I told you the very first time I walked into your office. I trust you. It's just all this business with Blackwater and Williamson in the past. I don't know. Sometimes it's hard not to have doubts. I understand. I never planned to be in the lawman business, neither. How is this mess supposed to turn out? Sending an outlaw to do the work of a lawman. That's madness. Ain't much difference between the two, as far as I can tell. There have to be rules, Marston. Even you must understand that. It's easy to make up rules, but they ain't much use if people don't understand why. Like my son. If I tell him not to do something, he'll do it anyway, just to spite me. If I punish him, he resents me for it. But if I show him why it's wrong, at least he has reason not to do it again. That's nonsense. Without laws, we're nothing more than animals. You look at Deke here. Go to hell! Man has worked hard at civilization. Your boy steps out of line, you whack him. He does it again, whack him harder. You're a good man, Marshal. And I respect what you're trying to do. From what I've seen since I've arrived here, the law ain't really working. Criminals are like weeds, Marston. Quick as you stomp one out, another one sprouts up in its place. It's the nature of places. You know that as well as I do. The problem with laws is everybody ain't the same. Why should a bunch of rich university boys in the East... Don't worry, my boys know how to treat a lady. I can't wait for you to meet the boys. Only a coward hides behind a bed. Cross the bridge! Not far to go now! Na, zum Glück waren wir hier schon mal. Kennen uns ein bisschen aus. John, you'll be exchanging the prisoner for Bonnie in the middle of town. Keep your eyes open. I sincerely doubt these scum plan to play fair. Fair my ass. You bet. Besides, Norm here's gonna be my shield, ain't you, Norm? It'd be my pleasure. Lead Deke into town. We'll be right behind you. I'm sure it's been nice for the boys to have a whore to play with. I hear those rancher girls like it in the rear. Maybe she won't want to go home. She's been fucked so good. Why don't you save some of that breath for breathing? Come on now, boys. Cut me loose. Where's Bonnie? I thought we had a deal. Well, you thought wrong. We don't make deals with the law.
Okay, wir kämpfen uns durch. Verdammt. Oh nein! Oh nein! Scheiße! Wir müssen dahin, egal was es kostet. Wo ist das? Wir müssen erstmal losschießen. Bonnie! Okay, alles klar. So. Nein! Verdammt. Vielleicht sind wir zu schnell durch. Versuchen wir es nochmal ein bisschen. Gut, also da war auf jeden Fall Dead Eye nötig. I thought we had a deal. Well, you thought wrong. We don't make deals with the law. So, bis hier haben wir erstmal Ruhe, denke ich. Vielleicht vorher noch mehr erledigen, das ist, glaube ich, der beste Weg. So, sieht doch schon mal besser aus. So, jetzt haben wir, glaube ich, schon deutlich mehr erledigt als vorher. Vielleicht kommen. Ja, das noch einer. Das Pferd wollen wir nicht erschießen. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Okay. Wir müssen vielleicht schneller sein. Vielleicht triggert das gar nicht an einem bestimmten Punkt. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, es geht. Okay, alles klar. So, Bonnie, ich hoffe, sie kommt klar. Erstmal. Dahinter sind welche. Puh. Ach, Mensch. Ach, die Ärmste. Bonnie, are you okay? I'm fine now, Mr. Marston. Thank you. Thank you. What the hell took you so long? Stupid man. Well, you weren't exactly helping me. If you think I'm gonna lower myself by making a joke about being all tied up, you got another thing coming. Come on. Da guckt er. Okay. Johns Ruhm ist weiter gestiegen angesichts dieser Heldentat. Zumindest im zweiten Anlauf. Wir sammeln noch ein bisschen was ein. Denn tatsächlich können wir jetzt wieder ein bisschen Gold gebrauchen. Ah, ich dachte, hier läge noch einer, aber der liegt wahrscheinlich oben. Dann ist es auch egal.
Liebe Leute, wisst ihr was? Ich denke, ich plündere mich hier mal ohne euch weiter. Das ist nicht sonderlich spannend. Aber das werde ich jetzt auf jeden Fall noch tun. Und dann werden wir von hier, ja, natürlich tendenziell eher zurückreiten. Nein, wir werden vielleicht den kleinen Umweg nach Süden machen, um hier mit unserem Quacksalber zu sprechen. Außerdem sind wir in der Gegend, wo wir nach diesen anderen Blumen und Kräutern suchen können, die der alte Mann dort für seine Frau benötigt. Das können wir ja auch gleich mit erledigen. Und dann ist ja da im Süden, glaube ich, noch irgendwie der Schatz. Wir haben eine Schatzkarte. Das müsste auch dort sein, wo unser Wunderarzt ist. Also, schauen wir mal. Hier verabschiede ich mich erstmal. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.